du ja einfach. Nein, aber das, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, also mein Tipp. Hello! Ja, wie Swiss Day! Ich habe eine charmante junge Dame, die ist so schlau. Nein, so wie also. Was mache ich denn mit den Armen? So wie du willst. Spicken, wirklich. Ach so. Was du tust es auch. Ich spüre dich an alles los. Also, ich muss jetzt schnell zum Verständigungsfrage. Also, das Film ist mit Ton. Ja! Es ist nicht einfach nur so, dass du Musik laufen lässt und es sieht aus, als würden wir diskutieren. Ja, nein, weißt du. Oh, Nabi! Oh, no! Darum habe ich mir gedacht, hey, wieso? Hallo und herzlich willkommen auf Golden Body Personal Training. Heute mit der. Martina! Martina ist eine von meiner besten Freundinnen und ich habe sie heute darum in diesem Video. Weil wir trainieren sehr viel zusammen. Mit Bootcamp und Triathlon-Training etc. pp. Und wir haben das letzte Mal davon gehabt, was Motivation anbelangt. Und darum habe ich gedacht, sie ist wahrscheinlich ein bisschen unterhaltsam, wenn wir zum zweiten da hocken. Genau. Und euch sagen, was man macht in einem Motivationstief etc. pp. Zer, würdest du dich mal schnell vorstellen? Würdest du mal sagen, wer du bist? Oder willst du lieber anonym bleiben? Ich will anonym bleiben. Also, du bist die anonyme Martina. Genau. Also, ich bin Martina. Ich bin jetzt seit 2 Jahren jetzt etwa bei der Laura im Bootcamp. Ich habe ein bisschen angefangen, habe viel müssen kämpfen mit Muskelkater. Und ja, ich muss sagen, es tut mir sehr gut. Und, du, das ist kein Werbevideo. Ja, ich muss dich ein bisschen erzählen. Ja, für alle, die es noch nicht kennen, probiert es unbedingt aus. Martina, das ist kein Werbevideo. Man sieht. Du musst okay, sagen. Anonym. Also, Martina bleibt anonym. Ja. Nein, aber weißt was, erzähl mal, was du für Sport machst. Wie sieht deine Woche aus? Okay, also meine Woche fängt eigentlich an mit dem Montagabend. Die Woche startet schon mal gut wegen dem Bootcamp am Abend bei der Laura. Dann am Dienstag haben wir Triathlon-Training. Ist ja super toll bei der Laura. Genau, auch natürlich bei der Laura. Am Donnerstag auch nochmal Bootcamp. Und wenn wir sonst noch dazu kommen, irgendwie gehen joggen oder sonst irgendwie aus dem Sport. Also eigentlich machen wir alles zusammen. Gut, also man kann so ein bisschen sagen, 4 Mal pro Woche. Ja, ich würde sagen, ja. 4 Mal sicher und je nachdem. Ja, ich glaube bei mir auch. Ich glaube, bei mir auch. Der Grund, wieso dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, das Video zu machen, ist, ich weiß nicht, ob du dich überhaupt noch mal erinnern kannst. Es war ein Dienstagabend, es ging ums Triathlon, also ums Schwimmtraining gegangen, besser gesagt. Und ich mag mich so gut erinnern, ich hatte vom Montag so Muskelkater in die Schulter. Und ich bin mit dem Auto hochgefahren und ich habe mir gesagt, wenn Martina schon in der Halle hockt, dann gehen wir schwimmen. Und falls sie im Auto wartet, frage ich sie, ob wir gehen spazieren. Dummerweise war sie in der Halle und wir waren einfach beide unmotiviert. Wir haben gar keine andere Chance gehabt. Ganz genau. Ja. Wobei, herzig ist, Martina ist eine, die einem immer so ein bisschen gut aufbauen kann. Sie ist die, die im Bett gedankt kann sein und sagt, komm Krabi, das schaffen wir, zusammen packen wir das. Geben wir Gas, nur noch 10. Genau. Und ich bin, ich glaube, eher das Gegenteil. Bootcamp ist nicht so eine Sache. Dort bin ich der Motivator. Aber ich glaube wirklich, was so Ausdauersportarten anbelangt, ist es katastrophal. Oder? Ja, kann man so sagen? Ich vielleicht einfach ein bisschen mehr. Ja, kannst du es sagen, wie es ist? Kannst du ehrlich sein mit dir Leuten? Okay, also manchmal muss ich dann sagen, so lange komm jetzt ziehen wir das durch. Nein, aber auch dort beim Schwimmen, wir haben eigentlich beide nicht wirklich mögen, weil wir halt mega noch Muskelkater hatten vom Vorabend. Mhm. Aber wir haben gleich gesagt, schau, jetzt sind wir da, wir sind das Zweite, jetzt müssen wir uns gegenseitig motivieren. Und ich denke, das ist das Wichtigste, dass man halt wirklich sich gegenseitig motivieren kann. Und ja, so kommt der Spass automatisch. Ich und schlussendlich ist die Zeit gleich schnell umgegangen. Wir haben viel gemacht. Und, ja. Ich glaube vor allem, wenn du das Zweite bist, oder? Also irgendwie, wenn du jemanden hast, wo du dich triffst, oder eben eine Gruppe, oder es ist ein fixes Training, ist es viel einfacher, nur schon, weil du weißt, es ist jemand dort, oder genau. Es wartet jemand auf mich. Und ich habe auch das Gefühl, die Zeit geht viel schneller um. Wenn ich allein müsste rennen, was ich nie mache. Ey, das ist schon ja. Oberhorror. Ich habe das Gefühl, jeder Meter
Ist es viel, ja. Nein. Ja, es ist halt einfach, es braucht so viel Überwindung, dass man jetzt sagt, so, ich bin jetzt zuhause, draussen regnet es vielleicht noch so, jetzt gehe ich raus. Dann überlegt man sich zweimal, soll ich jetzt wirklich gehen oder nicht. Ja. Wenn du als Zweiter bist, dann weißt du, du hast abgemacht und dann musst du, oder? Und dann hast du gar keine andere Wahl. Genau. Schlussendlich tut es eh mega gut, wenn du in einer Gruppe bist oder wenn du Zweiter bist, dann ist der Spass sowieso da von dem her. Glaube ich auch. Gibt es Zeiten, wo du, weißt du, wirklich längere Perioden, wo du nicht motiviert bist? Hat es jetzt schon länger nicht mehr gegeben, aber klar, es gibt natürlich schon Abende, wo du vielleicht denkst, ja, jetzt würdest du vielleicht lieber zu Hause etwas Gemütliches machen oder so, aber ich finde jetzt gerade, ich arbeite jetzt im Büro, bin den ganzen Tag irgendwie am Sitzen. Doch nicht mehr so anonym. Genau. Und ja, ich finde halt einfach, es tut mega gut, wenn du draußen bist, die frische Luft, die Natur, einfach mal ein bisschen auspowern und auch vom Alltag ein bisschen abschalten. Ich glaube, es gehört auch wieder dazu, oder? Mhm. Also ich glaube, wenn sie so, wir haben vorher so ein paar Sätze da aufgeschrieben, was wir eigentlich gerne würden wollen, welche Fragen beantwortet haben. Und der eine ist wie, was ist dein Tipp? Und ich glaube, genau das ist mein Tipp, dass man wie den Sport in den Alltag integriert. Weißt du, dass es nicht mehr ist, habe ich Lust zum Sport zu machen, sondern einfach, ja, man es ist... automatisch. Ja, es ist Dienstagabend, wir gehen... Rennen. Oder eben, es ist Montag, es ist Donnerstag, wir gehen ins Bootcamp. Zugegeben, für mich ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, einfach bezüglich, ich muss ja gehen, ich bin der Trainer, ich meine, mich fragt niemand, hast du Lust oder nicht. Aber ich glaube, das ist es wie, dass du dir einfach einträgst, dann trainiere ich und ich mache es eigentlich, stelle es gar nicht in Frage. Genau. Es spielt keine Rolle, regnet es oder regnet es nicht, ist es warm, ist es kalt, sondern ich mache es einfach, oder? Wahrscheinlich, sobald du anfängst, zu lange darüber nachdenken, soll ich nicht, dann gehst du meistens nicht. Es sollte wirklich automatisch im Tagesablauf drin sein. Ja. Hat es gegeben, dass du, weißt, wo du neu angefangen hast mit dem Sport, dass du dich wirklich geschämt hast, um von außen Sport zu machen? Ja, das auf jeden Fall. Erstens mal das, weil du kommst in eine Gruppe und du hast immer das Gefühl, oh, es sind alle mega gut und passe ich da überhaupt rein, kann ich mitheben, was ist, wenn man auf einmal schlecht wird oder wenn ich nicht so gut bin wie die anderen. Aber über das, spätestens wenn du dort anfängst, musst du das, über das überhaupt gar keine Gedanken machen, weil erstens mal, die Gruppe schaut so gut aufeinander. Keiner ist irgendwie neben draussen und muss alleine etwas machen, sondern jeder tut jeden motivieren und man wird automatisch besser und also... Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch in jedem Sport so, oder? Außer das ist irgendwie so eine Einzelkämpfer-Sportart. Aber ich glaube, sonst ist es doch allgemein, ob du ins Handball gehst, ob du ins Fußball gehst, irgendwie nimmt dich die Gruppe immer auf, oder? Aber hat es dann gegeben, weißt du, zum Beispiel, dass du dich geschämt hast, allein rauszurennen? Weißt du, wirklich allein etwas machen? Mal das schon. Es ist erstens mal ist es komisch, wenn du allein rausgehst. Nur schon irgendwie laufen, weil die Leute schauen dann irgendwie komisch und denken. Gell, man denkt sich, ja, die schauen gar nicht so komisch. Die denken gar nicht in den Aber du hast irgendwie so das Gefühl, oh nein, ich kann doch nicht einfach allein rauslaufen. Ja. Aber es ist etwas ganz Normales und manchmal tut es ja auch gut, wenn du alleine bist, wenn du unter dich, wenn du ein bisschen kannst, ja, halt die Gedanken frei laufen lassen. Ja, absolut. Ich glaube, sorry, wenn ich dich unterbreche, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich weiß gar nicht, was ich will. Sagen wir gar nicht. Ah nein, aber weißt du, wenn zum Beispiel du jemanden siehst, sagen wir, du gehst spazieren mit deinem Freund und du siehst jemanden rennen, egal ob gross, klein, dick, dünn, was auch immer, du überlegst dir ja auch nicht, wie rennt denn der? Oder weißt du, der schnauft ja sehr fest. Du denkst einfach, er rennt. Ja. Und das ist gar nichts, oder? Es geht ja meistens so schnell, dass die Person durchgerannt ist, darum hast du gar keine Zeit zum Überlegen. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute draussen würden denken, oh, jetzt geht Martina gut joggen. Also, eigentlich ist es so doof, oder? Es ist nicht außergewöhnlich. Ja. Aber es hat es schon gegeben, vor allem am Anfang, weil du halt nicht hast mögen oder weil du das Gefühl hast, oh, was denken jetzt die Leute, wenn jetzt da Martina irgendwie da schnüffelt und das Dorf durchrennt. Guck, wer schnufft nicht, sind wir mal ehrlich. Ja. Und ich meine, beim Sport musst du ja schnaufen. Ja, das ist etwas, also, man hat ein bisschen das Gefühl, man schämt sich irgendwie, obwohl das überhaupt nicht. Ja, also, ja, ich glaube es auch. Gibt es irgendetwas, weißt, wo du wie jemandem würdest auf den Weg geben oder wo du vielleicht dir selber auf den Weg geben würdest, das heutige Ich zum Ich vor 3 Jahren oder so? Ja, was ich mega wichtig ist oder finde, ist, dass man den Sport macht, weil man es gerne hat und nicht, weil man das Gefühl hat, man muss. Dass es irgendwie so ein bisschen
ich denke, gerade in der heutigen Zeit, es hat recht viel mit dem Zwang zu tun, dass man das Gefühl hat, oh nein, ich muss mich bewegen, ich muss Sport machen, ich muss jetzt irgendetwas, ja, ich muss etwas machen, um mich irgendwie, und das, sobald es verkrampft, also sobald es krampfhaft ist und sobald es keinen Spass mehr macht, dann sollte man es lassen. Nicht, man sollte es nicht lassen, aber es sollte halt in einem gesunden Maß sein. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, weißt du, wie du sagst, heutzutage hat jeder das Gefühl, ich muss sportlich sein, oder ich muss athletisch sein, man muss ein Hobby haben, was auch immer. Ich glaube auch, es kommt gar nicht darauf an, was ist für ein Sport. Ich meine, vielleicht machst du gerne Yoga, ich spiele gerne Dart und der Dritte spielt gerne Fußball. Eigentlich ist es ja total egal, was es ist. Und ich denke auch, ich kann nicht zeichnen. Vielleicht kann jemand anders 5 Tage in der Woche mit Zeichnen verbringen. Und das ist sein Hobby und sein Ausgleich und das stimmt für den. Und dafür ist es halt kein Athlet oder macht nicht gerne Sport. Wir können ja nicht alle das Gleiche sein, machen, oder? Und ich glaube auch, vielleicht einfach sich mal akzeptieren, weißt, was seine Stärken sind oder was tut mir gut und nicht, was macht man. Genau, oder? Und eben, was sollte ich machen, sondern eben, was soll ich machen, was mir gut tut, ja, was mich ein bisschen ablenkt. Oder einfach, eben, es kommt ja gar nicht darauf an, was für ein Hobby man jetzt eben. Über gerne kegeln oder sonst etwas, dann soll ich das machen. Ja, wirklich. Das ist es so. Und ich glaube, das ist nachher wahrscheinlich auch einfacher, um sich selber zu motivieren. Weil du machst es ja gerne, oder? Also es ist ja nicht mehr so, eben, dass man das Gefühl hat, oh nein, es schießt mich so an, jetzt muss ich noch dort hin. Sondern du machst ja dann das, was du gerne machst. Ja, genau. Oder? Und was vielleicht auch noch ist, ich finde es immer gut, wenn man sich Ziel setzt. Aber auch natürlich realistische Ziele. Ja, das stimmt. Weil wenn man zu hohe Ziele setzt und irgendwie hat man das Gefühl, es klappt nicht, und dann ist man nur enttäuscht. Oder darum lieber langsam anfangen und man wird automatisch merken, wie schön es dann ist und wie gut es einem tut. Und man merkt, oh, jetzt mag ich schon mehr oder jetzt kann ich schon das, jetzt kann ich schon dies. Und das stimmt. Was ich auch gemacht habe, so bezüglich Zielsetzen und so, ich habe in meiner Agenda, also weißt du, im MacBook rein, immer bei den einzelnen Tagen, mir immer eine Stunde wie so ein bisschen reserviert, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache es nicht mehr ganz so nach dem. Das hat mir eine Zeit lang sehr geholfen. Und dann einfach Stunden wie reserviert, um zum Beispiel, eben da habe ich wirklich noch gar keine Ausdauer gemacht, das war noch vor dem Triathlon-Training und so. Am Freitag hatte ich Ausdauer drin, am Montag, Donnerstag war eh blockiert. Und ich glaube, ich habe am Mittwoch irgendwie eine Stunde, weißt, wie eingetragen zum Dehnen. Mein Problem war mehr, die Sachen zum oben runterkommen. Ich mir mal mit dem Blackroll oder Dehnen oder Schröpfen oder was auch immer. Aber ich habe mir das ein Zeit lang, also es ist jetzt noch drin, es ist wie, es hat es einfach jede Woche übernommen, wie einfach, weißt, die Zeit eingetragen, um das zu machen, dass man sich wie nochmal bewusst ist, ah, stimmt, an das müsste ich noch denken, oder? Dass es wie präsent ist immer, dass man es nicht einfach eben eine Woche lang macht und dann ist es wieder weg. Ja. Gut, ich meine, ich bin jetzt nicht gerade das beste Beispiel, wenn ich sage, ich mache es eigentlich nicht mehr. Aber es ist eben mehr, ich mache es nicht mehr unbedingt an dem fixierten Tag. Ich mache es schon, aber ganz genau, einfach so ein bisschen schieben, oder? Oder was vielleicht viele noch den Fehler machen, ist irgendwie, wenn sie eben gerade am Anfang das Gefühl haben, oh, jetzt bin ich so motiviert, ich mache jetzt jeden Tag Sport. Ach. Und dann machen sie das vielleicht 3 Wochen und irgendwann denken sie, ah. Oh. Oder und dann, so schnell man angefangen hat und wenn man es so fest intensiv macht, gerade von Anfang an, dann verkleidet es einen und dann hört man auch schnell wieder auf. Darum lieber langsam aufbauen und langsam anfangen, als irgendwie gerade reinschiessen und eben gerade jeden Tag etwas machen, das nachher dann. Ja. Ich glaube, es ist aber schon schwierig. Weißt du, du bist so motiviert und hast so das Adrenalin und denkst, wow, jetzt packe ich es erst doch mit diesen Fitness-Abos, oder? Und nachher kaufe ich alles Fitness-Abo und es ist niemand dort. Ja. Ich glaube schon, aber es ist eigentlich ein guter Tipp, dass man das wie einfach so nah aufbaut und auf seinen Körper lässt. Einfach nur schon, rein, ich finde auch von den Verletzungen her und so. Ich meine, teilweise habe ich auch Kunden bei mir, wo ich denke, Jesus Gott, was hast du denn gemacht? Also weißt du, oder auch mit so Online-Programm, ich meine, das ist ja eine super Sache, an und für sich, oder? Wenn da irgendwelche Leute unter die Arme gegriffen wird und sie haben ein bisschen, weißt du, wie ein Leitfaden. Ja, aber bei dir denke ich, hey, weißt du, nachher steht dort irgendwie Jumpsquats. Und sie machen die Sachen, wo ich denke, Gott sei Dank hast du dir noch nichts gebrochen. Eben, ja. Es ist nur gefährlich eigentlich. Man macht sich mehr schlecht als recht. Ja, glaube ich auch. Ja. Glaub ich auch. Was haben wir da noch gehabt? Was machst du, wenn du nicht motiviert bist? Haben wir das besprochen? Es ist halt
trotzdem. Gibt's nicht mehr. Nein, es gibt's eigentlich nicht mehr. Mal klar, eben gibt's das. Aber es ist halt, ja, man muss sich halt manchmal gleich ein bisschen, ja, ein bisschen zwingen. Ich bin nicht ein bisschen zwingen. Nein, aber eben schlussendlich, wenn du weißt, du gehst nachher in eine Gruppe, du bist draußen, du bist an der frischen Luft, kannst dich ein bisschen auspowern. Das ist mir noch etwas in den Sinn gekommen. Ich bin so vergesslich. Wie schlimm. Ich muss es nachher rausschneiden. Weißt du, machst du dich selber schlecht, wenn du nicht motiviert bist? Weil ich weiss von vielen Kunden von mir, die tun sich dann so richtig, richtig schlecht reden. Mhm. Weißt du, ich bin so ein schlechter Mensch, ich habe wieder keinen Sport gemacht, oder weißt du, dort nicht gesund gegessen oder nicht vorgekocht und tun sich so schlecht reden. Machst du das? Ich glaube, am Anfang habe ich das gehabt. Tatsächlich? Ja. Weil dann habe ich das Gefühl, oh nein, jetzt kann ich nicht gehen, jetzt habe ich nichts gemacht. Wieso nicht? Ich hätte eigentlich völlig Zeit gehabt. Oder? Aber eben, das ist nicht gut, das sollte eigentlich nicht so sein. Ich glaube auch, es ist wahrscheinlich viel gescheiter, wenn du wie einfach sagst, oder also so sehe ich es heute, einfach, dass du halt sagst, gut, und jetzt gönne ich mir diesen Tag, dafür gebe ich morgen wieder Vollgas. Genau, oder? Besser so, ja. Als wenn du wirklich mit null Motivation in die Sendung gehst und schlussendlich erstens mal nicht magst, zweitens irgendwie einfach, dann bleibst du lieber zu Hause, als wenn du irgendwie schnell etwas machst, damit du gewesen bist, oder weil das bringt es dann auch nicht. Dann eben sparst du halt den Abend, machst etwas für dich und dafür gehst du am nächsten Tag wieder Gas. Ich glaube es auch. Und einfach wirklich ein schlechtes Gewissen haben dabei. Ich glaube, das macht es viel, viel schlimmer. Also, weißt du, wenn du so böse bist mit dir selber, dann nicht. Das ist so. Oder was auch noch ist, eben die, wo einer hat mir mal gesagt, entweder bist du krank oder bist du nicht krank. Es gibt nicht das, etwas zwischen dir, wenn du dich nicht gut fühlst, dann meistens ist es einfach besser, wenn du einfach nicht gehst. Ja. Oder es kann zwar auch sein, dass ich bin auch schon krank, kränker ins Training gegangen und schlussendlich ist es mir nachher besser gegangen. Das kann natürlich auch sein. Aber viele sagen oder raten ab, wenn man Fieber hat, so Sport. Also mit Fieber ja nicht, aber so verkältet oder so. Ja, entweder nimmst du ganz oder gar nicht. Genau. Entweder kannst du wirklich überhaupt keine Leistung bringen, weil du so nicht zu weg bist, oder eben das Gegenteil entwickelt sich und man kann sich dann wirklich alles rauslassen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube auch, eigentlich musst du dich einfach selber verarschen, im Endeffekt, oder? Also wenn du irgendein Ziel hast und wirklich ein ernsthaftes Ziel, dann muss man einfach etwas dafür machen, nicht? Es kommt nichts von allein. Ja, ich glaube es auch, von nichts kommt nichts. Ganz einfach, also es geht wie nicht. Das ist auch so schwierig. Weißt du, häufig sind die Leute so ein bisschen ungeduldig. Mhm. Und du kannst einfach nicht erwarten, dass du so bleiben kannst, wie du bist. Und es ändert sich gleich alles, oder? Genau. Oder dass von heute auf morgen gerade sich alles ändert, das braucht seine Zeit. Und das ist auch gut, wenn sich das langsam entwickelt, als wenn es irgendwie in einem Monat, ich weiß doch auch nicht, hast du mega abgenommen, nachher gibt es vielleicht wieder einen Monat, dann passiert nichts. Mhm. Weil halt der Körper der reagiert ja auch anders drauf. Und man sollte das Ziel langsam angehen. Vor allem, es ist ja etwas, was man dann auf Tour macht. Und nicht einfach nur, ich mache jetzt einen Monat, mache ein Sport und ist gesund und nachher wieder nicht. Ja. Und nachher ein Ziel ist ja eigentlich nur das Negative. Ist so, absolut. Und, und ich finde, es ist alles machbar. Also eben, es gibt nichts Unmögliches. Ja. Ich meine, wie mit dem Triathlon, wir hätten, glaube ich, beide nicht gedacht, dass wir jemals an einem Triathlon mitmachen und alle drei Disziplinen können arbeiten, vor allem beim Schwimmen, wo wir beide eigentlich überhaupt nicht haben können. Und jetzt müssen wir auch sagen, eben mit Training und mit viel Fleiß. Disziplin, haben wir das geschafft. Ja. Absolut. Ja. Ich glaube auch, wir sind vielleicht beide ein recht gutes Beispiel, dass wenn du das wie so ein bisschen lebst, ist es auch, du kommst Freude über, nicht? Also ich glaube auch, wir sind beide Frauen, die gerne sich sind, oder? Ich meine, du fühlst dich wohl in deiner Haut. Und ich glaube, dann fängt man auch an, zu essen, wie es einem, also weißt du, dass es einem gut geht, oder? Weißt du, dann kochst du gerne gesund, oder eben tust du gerne Früchte aufschneiden, oder nimmst du quasi die Zeit für dich, oder? Ich glaube, es ist ja dann auch nicht mehr das, wo viele das Gefühl haben, oh nein, das geht so lange, und da, und Zeug und Sachen, Vorbereitung. Ich glaube, das macht man einfach gerne dann. Ja, weil wir machen dann den Aufwand auch gerne. Ich meine, es ist ja, oder eben kochen. Findest du es einen Aufwand? Nein, also schon für uns nicht.
Ich denke, andere haben irgendwie das Gefühl, ja. Nein, jetzt muss ich noch das einkaufen oder so. Dabei, es geht eigentlich überhaupt nicht schnell. Irgendwie etwas Gesundes zusammen kochen. Also, ja. Absolut. Gäbe es auch. Das ist doch unser Schlusswort. Genau. Und für uns ist es halt wie automatisch, dass man das... Ja, gehört dazu. Ja. Gesunde Körper, gesunde Seele, genau. Gesunde Freundschaft. Was gesunde alle, gell? Ja. Das wird mir noch mehr. Ja, okay. Schön, das ist es doch. Also, wenn ihr wieder einmal ein Video mit der lustigen Martina sehen wollt, die anonyme Martina, dann könnt ihr uns sicher ein Like da lassen, das wäre schön. Und vielleicht unten sogar noch kommentieren. Soll ich dein Instagram da drin tun, dein Anonyme? Dass die Leute dir rechtlich folgen, wenn es noch ein Motivation von dir macht. Sie macht immer feine Rezepte. Sieht mega fein aus. Das war es. Vielen herzlichen Dank. Danke, du hast es so gut gemacht. Danke vielmals. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja. Danke. Tschüss.